Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Mathilde die Wilde. Es ist Tag 27. Mathilde baut die Verteidigung weiter aus. Jo. Oh, was macht der Heinrich? Dann haben wir hier auch schon. Hab angefangen, ja. Ah, als ich im Bergwerk war, hast du hier schön fleißig. Hätte ich nicht Glas in Auftrag gegeben? Ja, das ist auch schon fertig, du Scherzkeks. Dann, hast du die irgendwo zwischengelagert? Wir sind in der Schmiede. Ach, in der Schmiede. Ach, da sind sie jetzt. 74. Mann, oh Mann. Haben wir hier noch irgendein Kottel, Kottel, Kottel. Steine haben wir nicht. Okay. Aber Pflastersteine haben wir noch relativ viele. Ja, Pflasterstein, ich baue mir jetzt einfach nebenbei ein paar. Für diejenigen, die mir zugucken und sich wundern, ich habe jetzt hier erstmal unseren Vorplatz etwas größer gestaltet, damit wir hier auch mal mit unseren Mopeds wenden können. Und die Schrägen hier am Rand dienen eigentlich nur dafür, wenn Zombies von der Wasserseite kommen, dass die hier hochlaufen und nicht hier am Stein hängen bleiben und uns den kaputt hauen. Wäre nämlich ärgerlich. Also ein bisschen hängen bleiben wäre ja toll. Ja, aber die kommen da nicht hoch und dann hauen sie uns den kaputt. Das ist richtig. Deswegen mache ich da lieber Schrägen, dann können sie da hochlaufen. Nicht zählen. Oh je. Ja, es wird was. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also meine Idee fürs Schlafzimmer. Also ich an dieser Seite, an dieser Hauptfront, also normalerweise ich will hier komplett. Ich will, dass man uns im Schlafzimmer sehen kann. Komplett. Okay. Bei der Front werde ich das so machen. Ich pack unten fange ich mit zwei Glasscheiben an. Aua, 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 Trap Damage, aua. Und danach gehen wir auf. Oh, hier wird jetzt auch langsam das breiter. Das ist wichtig, damit wir hier Blade Traps hinstellen können. Ja, Ach, sonst ich nämlich glaube, ich mache. weit genug ist. Mache ich eine komplette Linie und dann hier oben nochmal zwei. Das sieht bestimmt irgendwie stylisch aus. Kümmere mich dann um die Inneneinrichtung noch. Ja, ich kümmere mich um die Außen aus. Ja. Um die Mauer. Ich glaube, das mache ich so. Blade Traps sind schon fertig. Das ist fein. Was? Du musst lauter reden. Ich hab dich nicht verstanden. Entschuldigung, ich murmel ein bisschen vor mich hin. Ich suche gerade da das Ja, die Leute Wire-Tool. wollen doch hören, was du murmelst. Ja. Ich mach das manchmal auch, das ist nicht toll. Wenn ich dann manchmal selbst die Aufnahme höre, denke ich mir, ach, was murmelt man sich da zurecht? Fancy aus. Wird zwar dann ein bisschen difficult zu fahren, müssen wir halt vorsichtig fahren. Wie vorsichtig fahren? Alles gut. Was machst du? Maps. Ups. Ja. Ich bin zwar nicht religiös, aber es gefällt mir. Hat das eine mit dem anderen zu tun? Es sieht fast aus wie ein Kreuz. Das war jetzt aber nicht gewollt. Oh, das wär's, ein Glasdach. Mach doch. Ja, ich will hier. Was haben wir hier? Das sind drei. Und auch. Machen wir hier seitlich einen Schienen.
Komm, wir machen doch hier nicht komplett bei der Seite, wir machen dann so eine kleine. Alter. Oh, bleibt so. Die vierte Ebene war immer die Decke, ne? Weil du hast ja drei Steinebenen gerade im Raum höher, ne? Jo. Hat doch was vom Bunker. Genau, hier hat das nicht passt, weil das zu kurz war. Aber das ist gut. Doch. Jetzt hoffe ich nur echt, dass sie diese Nacht von dieser Seite angreifen, weil dann wird geschnetzelt. Ja, ich weiß nicht von welcher Seite. Wir wurden hier, glaube ich, noch gar nicht so richtig groß angegriffen, ne? Nee, hier haben wir auch noch gar keine rote Nacht gehabt. Aber wenn sie von der Haupteingangsseite angreifen, gibt es Zombie-Schnitzel. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Tada. Nicht ganz tada. Da hoch. So, das war zu kurz der Abstand. Der musste ich noch einen Platz hinsetzen. Träumchen. Ein Träumchen? Träumchen. Die Elektrifizierung schreitet voran. Ich werde hier gleich einmal einen Teststart bei dem Generator hinlegen. Wir anschauen, wie sich die Fallen drehen. Du darfst gerne mitgucken, wenn du möchtest. Ja, ich bin gerade hier so mitten in Gedanken. Gedanken. Wie es halt so manchmal ist, wenn man baut. Darf ich eine kleine Kritik äußern? Zu spät. Was ist denn? Einfach nur bezüglich der Geometrie. Ja, ist zu spät, ist gebaut. Nein, die obersten beiden Glasblöcke bei dem großen Kreuz, sag ich mal. Ja. Die würde ich durch Pflastersteinen. Nee, das. Möchtest du, dass es ein umgedrehtes Kreuz? Das soll so bleiben. Weil. Achso, du willst ein Glasdach machen, ne? Das soll von der Wand mit der Decke, also es soll so weitergehen. Achso. Nee, aber ich habe das seitlich unterbunden. Seitlich habe ich auch erst überlegt, ob ich das mache. Vielleicht mache ich das doch noch seitlich.
Ja, willst du das erste Anschalten der Fallen sehen? Oh ja, die Frage ist, komme ich hier wieder hoch? Aber ich baue mir einfach ein paar Frames. So, ich komme runter. Dum, 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 dum. Ich habe immer Licht an. Warum ich das Licht an? Hier der Eingang. Der Eingang ist hier. Dann stell dich am besten mal. Ja, doch, bleib mal da und schau einfach auf die Fallen runter. Ui! Ah, das wird Zombie-Schnitzelei! Ich hätte es erstmal in die Ecken positioniert, aber läuft. Du bist die rechten. Power 115 werden gebraucht, 424 haben wir. Ja, die linken funktionieren noch nicht. Die linken funktionieren noch nicht. Warum funktionieren die linken noch nicht? Die linken funktionieren noch nicht, weil sie noch nicht angeschlossen ja, sind. Ja, sehen wir. War voll doof mit dem Wire-Tool, ja. Verkabelst du von unten und musst dann wieder hochlaufen, oder was? Ja. Zack. Jetzt laufen die auch. Jetzt laufen die auch. Ja, es ist. Da soll ja keine Lücke zwischen denen sein. Die sollen da ja nicht durchkommen. Eine kleine Lücke gibt's doch am Turm. Ja, am Haupteingang. Da ist eine kleine Lücke. Ja. Aber wenn die Nacht ist, würde ich sagen, dann packen wir auch am Eingang. Packen wir da Stacheln und Stacheln drauf. Definitiv. Definitiv. Das Dumme ist, die Brau fressen echt unglaublich viel Eisen und Stahl und Zeug. Deswegen werde ich wahrscheinlich. Und Zeug? Und Zeug, also hier Elektrikelzeug und so. Deswegen werde ich, glaube ich, demnächst wieder auf Beutezug gehen in die Stadt. Und Zeug. Und Zeug. Damit ich eine. Damit ich auch schön weiterbauen kann. Ja, ich glaube, ich komme dann näher mit in die Stadt. Ach ja. Okay. Dann baue ich Grundfläche noch ein bisschen aus mit Erdboden drumherum, weil diese wunderschönen Blade Traps brauchen selbstverständlich Platz. Und dafür brauchen wir um unsere Basis herum noch ein bisschen Erdboden. Dazu. Denn auf irgendwas müssen die Fallen ja auch stehen. Ja, am besten auf Erde. Ja, das mache ich ja gerade hier. Okay. Und ja, auch hier haben wir wieder das Schöne, dass die Zombies uns das nicht kaputt hauen können, weil sie nicht hängen bleiben. Bei Bedarf kann dieser Platz natürlich noch zusätzlich vergrößert werden, wenn wir noch weitere Fallen aufstellen. So, ich habe jetzt zwar keine Möglichkeit gebaut, um nach oben zu kommen, aber ja, es hat was. Ich sehe gerade, es war jetzt eigentlich nicht so geplant, aber das Licht scheint durch und ja, man sieht auf dem Boden ein Kreuz. Also wenn ich jetzt gläubig wäre, wäre es natürlich der Hammer. Das, ne? Muss gut aussehen, wenn es rot leuchtet. Alter, ja, das muss geil aussehen. Ja, das ist unser Schlafzimmer. Ich glaube, das ich mache das doch zum Kreuz. Ich glaube, ich hau das hier vorher noch kaputt. Also siehst du, ich muss noch ein Schild machen, wo der Name unserer Burg steht.
Jagdquadrone oder was? Ja, natürlich, was denn sonst? Ja, genau. Nee, das kann ich nicht machen. Was denn? Weil wenn ich jetzt, guck mal, wenn ich jetzt hier die Steine wegkloppe, um das Kreuz zu verlängern, dann ist mir, sind mir die Fenster in der Küche jetzt im Weg. Dann machen die mein Kreuzsymbol kaputt. Ja, musst du die Küchenfenster anpassen. Och nö, dann ist es so dunkel in der Küche. Oder habe ich seitlich genug Fenster? Wir haben da einmal drumherum Fenster. Auf der Rückseite sind auch Fenster bei der Küche. Na ja, gut, mache ich doch. Hat die Küche Pech. Das muss ich noch machen. Das ist wichtig. Wie komme ich da am besten hoch? Das weiß ich nicht. Man baut sich erstmal ein Baugerüst. Das hier nicht geht. Scheiße. Doch geht. Hopf, hopp, hopp, hopp. Tada. Nee, falsches Werkzeug. Richtiges Werkzeug. Oh, ich sollte warm. Etwas trinken. Nee, ich bin lustig. Das habe ich gerade falsch gebaut. Okay. Aber jetzt verstehst du vielleicht, warum ich so scharf auf Electrical Parts etc. bin. Weil so möchte ich das eigentlich einmal komplett um die Basis herum haben. Was muss ich jetzt nicht mitnehmen? Ich mache mich jetzt nämlich auf den Weg in die Stadt. Ja, mach das. Bin fast fertig. Ich komme dann einfach nach. Jo. Hier ist in die Stadt, die hier gleich in der Nähe ist, oder? Nee, da sind nicht so viele Dings. Wie heißen sie gleich? Autos mehr. Ich fahre in eine andere Stadt. Okay. So, haben wir noch genug Sprit? Ja. Ja. Okay. Haben wir noch ziemlich viel. Ja. Weil alleine durch die Tatsache 12 statt 15 nämlich die. Allein ja durch die Tatsache, dass ich so keine Ahnung wie viele Autos schon zerlegt habe. wo fahre ich denn mal hin? Die Stadt haben wir schon ausgelotet. Schauen wir. Fahren wir da hin. Die ist schön groß. Da gibt es bestimmt Autos zum Auseinandernehmen. Und ich bin schon wieder unsichtbar. Huhu. Warum bist du schon wieder unsichtbar? Ich weiß nicht, aber wenn ich mich auf meinen Moped setze, bin ich unsichtbar. Bin Geister, Mathilde. Nee, das ist offen, ich komme auch gleich. Zu spät. Jetzt sind die Fenster links und rechts ein bisschen zu weit, hm? Wieso? Passt doch. Also ich find's krass, ich beeil das so. So. Den machen wir mal zu. Weil hier wieder verfickte Zombies drin spawnen. Ja, was sind denn das für Ausdrücke? Ja, wie heißen so? Verfickte Zombies. Ja, also gerade Motoren können wir sehr gut gebrauchen. Scheiß Boden hier. Boah, kack. Weil, wie man sich vorstellen kann, bei den ganzen Generatoren, die Fallen, die ich baue, brauchen wir viel Strom. Also ich muss am Eingang hier irgendwie das anders bauen. Ja. Das ist mit der Erde ein bisschen nervig. Da braucht man richtig viel Gas. Und wenn man nicht zu viel Gas hat, dann fährt man so wie ich gerade immer gegen die Wand. Das ist nicht gut. Nein, nein. Alter, du gehst mir gerade so was dermaßen auf den Sack. Jetzt aber. Komm. Heinrich kann nicht Moped fahren. Komm da einfach nicht rüber. Oh, dann bau dir da eine Rampe hin, Mann. Ja, jetzt soll ich eine schöne Rampe bauen. Das kann man mal nachts machen.
Es sind sogar Rampen in der mittleren Truhe. Ja, gut. Ich will ja nicht sagen, aber wenn du so weitermachst, dann ist es auch Nacht. Oh, ich rampe. Wie gesagt, es sind sogar Rampen in der mittleren. Das kontrolliere ich gleich. Ah, kontrolliere das. Mach ich auch. Schön. So, warum liegt denn hier Kacke? Steinplatten. Weil das die Kackbox ist. Steinplattenrampe. Ja, da ist er doch. Ah, Stachel und Stacheldraht haben wir auch noch. Zu Genüge. Fantastisch. Ich hätte natürlich... Oh, warte mal, da ist ein Motel. Beim Motel stehen immer viele Autos. Ah, mit Rampe geht's einfach besser. So. Weiß, deswegen habe ich auch gesagt, du sollst deine bauen. Jetzt hätte man selber eine bauen können. So. Ich bin darüber gekommen. Ja, das eine Mal. Ich hoffe, du hast jetzt auch dran gedacht, einen Raumdreher mit zu einem... Ich habe zwei, aber ich fahre woanders hin. Ich fahre ein bisschen gegen der Kunden, da wo ich noch nicht war. Ach, das. Wir haben jetzt heute ein bisschen Verteidigung gemacht. Und ich habe mein Schlafzimmer fertig gebaut. Das heißt, dann werde ich mich in der Nacht ein bisschen um die innere Einrichtung kümmern. Also vielleicht möchte der Heinrich ja auch ein richtiges Bett und nicht nur so ein Schlafsack. Das ist mir Wurst, aber... Sollte mal. Ja, waren wir da nicht da schon mal? Werkzeugschnitt kann ich verbessern. Zack. Mal Waffenschmied kann ich verbessern. Zack. Bayerns. Mir fällt gerade auf, die Aufnahme geht schon 22 Minuten. Das sind die ersten 2 Minuten, die ich sehe. Brauche ich für einen chemietisch, Wissenschaft 7. Das haben wir denn die ganze Zeit gemacht? Keine Ahnung. Blöd in der Gegend rumgelaufen? Ja, wahrscheinlich. Nicht viel? Nichts Effektives? Irgendwie? Oh, doch, ich habe ein Schlafzimmer gebaut. Ja, ich habe mich über um die Verteidigung gekümmert. Nette Feuerarzt. Egal, zerlegen. So, jetzt suche ich auch mal nach Straßen. Ach, guck mal, hier ist eine Straße. Da ist irgendeine Ver... Oh. Da ist ein Zombie und hinten ist ein Gebäude. Spannend. Faszinierend wie immer, Herr Löwe. Ja. Frau Mathilde. Die wilde Mathilde, so. Oh? Wilde, die wilde. Miep, miep. Wie konnte man noch kommen? Okay. Ich weiß es nicht mehr. Wie ging's? Du bist wirklich unsichtbar. Oh! Joe is used to pass. Oh, ich sehe hier ein Gefängnis irgendwie. Ich glaube, ich markiere das mal. Dann können wir uns das vielleicht mal anschauen. Gefängnis? Ja, das sieht so nach Gefängnis aus. Ja, könnte sein, so wie ich das sehe. Die Türmchen. Da ist doch mal was für nach der blutroten Nacht. Oh ja. Das markiere ich mal gleich. Speicher das. Ich glaube, ich habe hier noch einen Händler gefunden. So, Wegespunkt peilen mit Verbündeten. Zack. Storage. Kannst ja gucken, ja, ob der hier Dingsen hast. Wie heißt es gleich? Die Tür ist offen. Warst du schon mal? Das ist durchaus... muss ich auf die Karte gucken, damit ich weiß, bei welchem du bist. Ja, bei dem war ich schon. Lange. Da war ich der noch ist altbekannt. Ja, ich war da nicht. Da bist du wahrscheinlich ohne mich gegangen. Den habe ich als erstes gesehen, als ich hier das eine Mal auf der Suche war nach einer neuen Basis. Da bin ich direkt an dem vorbeigelaufen. Ah, oh, das kann sein.
Guck mal, was er hat, der Vogel. Interessant wären die Rezepte fürs Bierbrauen. Gibt's hier extra einen Reiter für Bücher? Nee, ne? Eigentlich schon. Oh, Saatkartoffeln. Und eine richtig geile Batterie. Ja, ein Pistolenbuch hat er, aber... Ech. Das haut mich nicht um. Kiespulver. Naja. Also Schießpulver und Patronen wären vielleicht interessant. Oberschrot. Be seeing you. Na, willst du mir was verkaufen? Bist du Joey, dem diese alten Autos gehören? Toll, ich dachte, ich habe was Neues gefunden. Oh. Armer kleiner Löwe. War einfach immer die Straße lang. Bist da wahrscheinlich auch schon gefahren. Aber wenn ich da Autos sehe, mache ich die noch ein bisschen kaputt. Nee, die Straße nach links bin ich nicht weitergefahren. Mir irgendwie auch noch mal eine Fabrikhalle oder so suchen am besten. Hä, hey, hab ich mich gerade verguckt auf der Karte. Nur halten. Oh, ein Nest. Fahr einfach weiter nach Westen. Da müsstest du dann früher oder später wieder auf die Straße treffen. Rechargeable Battery. Ja, da sind ein paar Autos. Ein Baum, okay. Ich war gerade irgendwie bei The Forest. Ich dachte, es wäre gerade ein Mutant gewesen. Habe es mich aber nicht getraut zu sagen. War natürlich kein Mutant. Das ist noch ein Motor. Oh, ein 560er Motor. Ich habe, glaube ich, einen besseren Motor für den Moped gefunden. Das ist gut. Ein Hirsch. Hoppelt er einfach lang. Einfach so? Ja. Oh, eine Schatzkarte mal wieder. Hatten wir schon lange nicht mehr. Yes. Motor gefunden. 434. Motoren gut. Ja, immer gut. Weil wir werden noch für unsere Verteidigung ein paar brauchen, ne? Aha. Oh, was zu essen gefunden. Juhu. Was hab ich denn hier für einen Motor drin? 502er? Dann nehme ich den 560er, dann kriegst du den 502er, wenn du wieder da bist. Zack. Auch gleich rein. Zack. Boah, jetzt bin ich 17 Meter pro Sekunde schnell. Ausräumen.
Was hast du gesagt? Da ist eine Garage, aber ich hätte gerne sowas wie eine Fabrik, damit ich an Electrical-Zeugs komme. Ach so. Waren das nicht auch immer in Klimaanlagen? Mhm. Ja, aber wenn du da irgendwie in einer Fabrik bist, wo du so keine Ahnung wie viele Konsolen hast, sparst du dir natürlich unglaublich viel Zeit beim Klimaanlagen. Ja, aber ich glaube, bei dem Wohnwagen ging es eigentlich auch. Es gab doch hier diese Wohnwagensiedlung, da waren eigentlich auch mal ein paar dabei. Oh. Falls du da vorbeifahren solltest. So. Jetzt mal Zombie sein. Kopfsäulen sind auch gut für elektrische Teile. Ja, aber vorher ausschlachten, ne? Das ist vorher Benzin drin. Gut, sag's nur. Es ist nicht so, dass wir einen Benzinmangel hätten, aber es kann natürlich schnell passieren, wenn wir erstmal die Generatoren nach uns anstellen. Ja. Ordentlich Messing bringe ich auch mit. Daraus kannst du dann schöne Geschossspitzen machen. Ja, aber wir haben noch genug, also. Weil ich ja nur gesagt habe. Ja. Eine Fabrik. Ah, da gibt's auch ordentlich Benzin, weil das heißt Clunky Oil. Ah. Also da stehen wahrscheinlich auch viele Fässer rum. Yep. Oh, Wildschwein? Ja. Aha, wolltest du mich angreifen, du Schweinchen, ne? Oink, oink, sag ich da nur. Noch wer? Gut. Ja, yeah, ich hab noch einen Motor gefunden. Und drei Motoren gefunden auf meiner Tour. Noch erstmal da rein. Auf Electrical Parts aus. Ja, trotzdem alles mitnehmen, was du findest. Ja, natürlich. Brauchen wir eine Schaufel mit Wertigkeit 197? Dann zerlege ich sie. Natürlich auch noch das Do-it-yourself lernen, da kann man die Dinger selber herstellen. Aber das kostet dann natürlich wieder andere Ressourcen. Ja, wahrscheinlich Blei und so ein Gerempel. Blei, Glas. Boy! Ja. Richtig gut aus bei dir. Das sind mal viele Fässer. Ach, ist das schön. Wir werden keinen Spritmangel haben erstmal. Na, ich glaube, du kriegst, glaube ich, aus dem Fass nur 500 oder so raus. Hau mal dagegen, gegen das Weiße, was da gerade ist. Ist das eine Trockenbauwand, oder? Total. Okay. Boah, ich nehme hier fleißig Autos auseinander. Nein. Also wenn jedes Fass 500 gibt, dann habe ich gerade... Ich glaube, ich war eine Schätzung. Ich weiß es nicht mehr genau. Also du hast doch selbst einen Bauplan, ne? Ich habe ja mal so einen Bauplan. Den
Benzinkanister. Wie viele Benzinkanister könnte ich aus meinen 28 Fässern machen? Da steht 28. Warte, ich mach mal einen. Ja, mach mal einen. 600. Ah, sei ja fast 500. Ah, hab ich gut geschätzt. Aber bei und ich hab 27 Fässern. Ich habe auch eine Batterie gefunden. 529. Ja. Das heißt, ich könnte auch meinen Motor hier wahrscheinlich selber ausbauen und verbessern. Wie geht das? Ach so, da ist schon 515er drinne. Bitte. Nice, man, damit ist minimal besser. Ah. Und ich habe einen kleinen Scheißmotor gefunden. Egal, damit. Wertigkeit 20. Ist okay. Das kann man im Zweifelsfall nochmal für sowas wie ein Betonmischer nehmen. Ja, für irgendeinen Krempel halt. Ja, für irgendeinen kleinen Scheiß kann man auch die schlechten nehmen. Oder auch wenn wir irgendwann ja, elektrisches dafür, Licht haben. Gerade dafür würde ich die schlechten nehmen. Ja. Der Haufen. Oder immer mitnehmen. Aus Kohle und Nitrat gibt es Schwarzpulver. Und Schwarzpulver, daraus können wir hier Heinrich glücklich machen. Ich freue mich schon, wenn wir irgendwann in der Zukunft richtig schön rumballern können. So. Ich freue mich drauf, falls es doch irgendwann nochmal das Update zu ja, Version 17. Ja, da freue ich mich ja auch drauf. Wenn, also. Das ist ja wieder in weitere Ferne gerückt. Ja, leider. Diese Entlassungswelle. Nee, das war was anderes. Das ist eine andere Firma. Nee, die Telltale ist ja auch mit drin. Ach, jetzt echt? Ja. Nein. Doch. Nee. Doch. Telltale war doch so eine eigene kleine Firma, die doch nur diese Telltale-Games gemacht haben, diese Story-Sachen. Schau mal in deine eigenen Beschreibungen drin. Ich glaube, da hast du sogar Telltale mit nee, aufgeführt. Definitiv nicht. Zumindest, also ich habe das vorhin einmal bei Steam geschaut, wie es denn da aussieht. Und da wurde darauf verwiesen, dass halt ganz viele entlassen wurden und dass sich dann halt der Release entsprechend noch verzögern kann. Und das habe ich auch auf diversen Internetseiten zusätzlich noch gefunden. Also. Das kann ja sein, also. Und die Meldung kam am 22. September. Ich hoffe mal für uns, dass du dich geirrt hast, aber wenn das da explizit stand, dann glaube ich dir mal. Ging sogar die Firma Telltale Games ging noch pleite. Es folgen wurden da viele entlassen. Und Gerüchten zufolge wurde sogar gesagt, jo, ihr habt 3 Stunden Zeit, euren Schreibtisch zu räumen, verpisst euch. Und da ist jetzt noch ein Team von, ich glaube, 25 Mann sitzen jetzt noch da dran, um die letzten Sachen zu vollenden. Also unter anderem Walking Dead. Ja, Walking Dead wird beendet, aber ich kann mir dann nicht vorstellen, dass sie dann noch hier Manpower reinstecken in das Spiel. Ja, was glaubst du, warum es hier seit Ewigkeiten kein Update mehr gab? Da muss ich jetzt mal recherchieren. Recherchiere mal. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier einen Break und recherchieren das mal. Und ja, ansonsten sehen wir uns an Tag 28 die Vorbereitung für die 4. blutrote Nacht. Ja, genau. Also, reingehauen, abonnieren und kommentieren und so, ne? Liken könnt ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.